Ja, liebe Spürnasen, nachdem wir den Tatort lange Zeit untersucht haben, begeben wir uns jetzt zu Antonia Maldonado, offensichtlich dem Opfer. Und der Verdacht verhärtet sich, dass der Dahlia-Killer hier seine Finger im Spiel hat und wir vielleicht... It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him? We've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting those. I'm sure. So, dann düsen wir jetzt mal zu Antonia Maldonado. Und das Interessante ist ja wirklich, dass hier scheinbar was schiefgelaufen ist bei unseren Fällen. Ich habe immer mehr die Vermutung, dass wir da die Falschen eingebuchtet haben. Ich meine, bei dem Kindertypen, ja, der die Kinder da missbraucht hat, da war das nicht so tragisch. Ich glaube, Eli hieß der, Eli Rooney oder so. Weil der hat es ja eh verdient. Ne? Der saß ja auch schon lange Zeit hinter Gittern. Und solche Leute können ruhig immer noch länger hinter Gittern versauern, meiner Meinung nach. Da vertrete ich eine harte Meinung. Aber... ob zum Beispiel Mendes da wirklich drin gesteckt hat. Sehr fraglich. Vielleicht wurde dem das Zeug auch einfach nur untergeschoben. Wir wollen mal parken und uns das Ganze mal anschauen hier bei der Behausung von Antonia Maldonado. Schönes Häuschen hat es auf jeden Fall. Guten Tag. Haben Sie irgendwas gesehen? Scheinbar nicht. Antonias Wohnsitz, 1.37 Uhr, 31, 1.31 Uhr, wie komme ich denn auf 37? Aha. Vermietet scheinbar auch ihre Zimmer, oder hier werden Zimmer vermietet. Wahrscheinlich hat sie hier nur eine kleine Wohnung, ist ja auch noch ein junges Mädel, die Antonia. So, what next? Looked like one of those boarding house setups. People might have seen her come and go, let's go check it out. Eine Person. Pension, das trifft's. Wait just a moment! I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPentia, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Dann folgen wir mal Barbara LaPenti in den Salon. Why did you come in, detectives? It's this way. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. So, nach oben sollen wir gehen. Geht's hier nach oben? Es ist ein bisschen dunkel gehalten. Cole, get moving. Ja, ja, ich bin ja schon dabei, Rusty. Rusty ist echt so ein harter Hund. Rusty Galloway. So, hier scheint ihr Zimmer zu sein. Das Zimmer mit der Nummer 5. Und da haben wir auch den Schlüssel gefunden. Den wir gar nicht brauchen. Someone's turned the place over. Oder sie hat sehr unordentlich gelebt, was ja auch sein kann. Okay, was haben wir hier? A smashed window explains why the place looks tossed. Neuer Hinweis, Eisenpfosten, neuer Hinweis, zerbrochenes Fenster. Da wurde offensichtlich entweder ein Eisenpfosten von außen nach innen geschleudert oder von innen nach außen. Wenn ich mir jetzt aber genau so die Bruchstelle angucke, dann und diese Abschürfung, scheint der irgendwie hier von hier gekommen zu sein, also von innen. You know how I feel about windows, Phelps. Den wollen wir uns mal anschauen. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where it was taken from. Ah, dann ist der also doch von außen nach innen
und hat das wahrscheinlich so aufgebrochen, und das sind Bruchspuren, und das wurde nicht durchs Fenster einfach geworfen, sondern er hat sich an diesem Fenster zu schaffen gemacht. Jetzt gucken wir uns aber erstmal noch weiter im Zimmer um, würde ich sagen. Was ist das denn? Ein Brief. Mrs. Maldonado. Da gucken wir doch mal rein, oder? Mrs. Antonia Isabel Maldonado, Parsons Street, Pension. North Hill Street, Downtown Los Angeles, Kalifornien. Antonia, Bezug nehmend auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass Ihr Gesuch an den obersten Gerichtshof des Staates von Kalifornien angenommen und ein Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall, Prozesslist Nummer 98765, wird am 17. September angehört werden. Ich wurde darüber informiert, dass Ihrem Ehemann Angel Christopher Maldonado wohnhaft in Los Angeles die offiziellen Unterlagen zugestellt wurden und dass sein Erscheinen im zentralen Bezirksgericht am oben genannten Termin gewünscht wird. Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Position nicht sich dagegen entscheiden, würde ich Ihnen raten, am vereinbarten Termin ebenfalls im zentralen Bezirksgericht zu erscheinen. Meinen Erfahrungen nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin in Fällen wie diesen den Ablauf positiv beeinflussen. Und wenn ihr Ehemann am 17. September nicht erscheint, was ihrer Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chancen verbessern. Mit freundlichen Grüßen, Frederick D. Tattersall, LLBD. Okay, we have an address. Angel Maldonado. Ob das jetzt schon wieder der Ehemann ist, wage ich stark zu bezweifeln. Ich glaube, da macht sich eher der Dahlia-Mörder lustig über uns. Also diesmal stecke ich keinen Ehemann mehr ins Kittchen. Was haben wir denn hier? Foto eines Armbandes. Das stimmt allerdings. Das Armband war nicht am Tatort. Können wir uns hier sonst noch was angucken? Den Ring sehen wir ja da. Und den hat uns der Täter ja auch am Tatort hinterlassen, bekanntlich. Okay. Ja, das scheint es gewesen zu sein mit Hinweisen. Dann wollen wir mal Barbara Lampenti oder wie hieß die, irgendwie so befragen. Die alte Frau da unten, die sich hier in dieser Pension behaglich gemacht hat und scheinbar auch die Besitzerin dieser Pension ist. So. Gute Frau. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Niedergang für die Ehe, Bewegung des Opfers, Beweise für Einbruch, Niedergang der Ehe. So. Und der liebe Hausmeister, der hat mir ja so viele Beiträge geschrieben mittlerweile und jetzt wollte ich mal darauf eingehen, auf einen. Nämlich meinte er, mach doch nicht die Fragen immer von oben nach unten. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann frage ich jetzt mal nach Beweisen für den Einbruch. Ne? You've had a break-in? No, that can't be true. Naja. Jetzt würde die das nicht mitbekommen haben, die Omi. Also die tut schon geschockt, aber kann das jetzt die Wahrheit sein? Ich gehe nochmal kurz auf mein Buch und dann gucke ich ihr mal hier genau in ihre Augen. Sie starrt ja ganz schön und mit der Hand, das hat sie auch drauf, aber die ist ja auch schon was älter. Da trainiert man das Lügen ja förmlich. ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, sie lügt und ich habe den Beweis zerbrochenes Fenster, oder? Haben wir das? Antonio was so innocent, Detective. Catch this killer. Das werden wir. Aber zunächst sollten Sie uns nicht so belügen. Lüge. You're being economical with the truth, Mrs. Lapenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Naja. Da haben wir aber dieses zerbrochene Fenster und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das noch nicht gesehen haben, oder? So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window. I heard a noise in the early hours of the morning.
I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Okay. Dann fragen wir sie mal nach mögliche Verdächtige. Barbara Lapenti. Augenblau, Alter 62, Haare braun. Eigentümerin von Parsons Pension. Mögliche Verdächtige. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband. Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Ist das die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Sie schmunzelt doch auch so nett, die alte Dame. Ich denke mal, es ist die Wahrheit. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Bewegungen des Opfers. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No. I've no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Sie guckt ein bisschen irritiert, als sie eben die Wahrheit gesagt hat, hat sie ja sogar gelächelt. Vielleicht weiß sie es nicht. Ich glaube, ich nehme einen Intuitionspunkt. Wir haben ja gerade 2. Eine Antwort entfernen. Dann zweifeln wir das Ganze mal an. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. So richtig nett finde ich die Barbara ja nicht. Die ist ja schon so ein bisschen fies. So eine, die immer an der Türe hängt und dann schaut, was machen denn meine Nachbarn und wie kann ich meinen Vorteil hier aus allem schlagen. Ich glaube, die ist schon ein bisschen zwielichtig. Ich will ihr aber keinen Mord oder ähnliches in die Schuhe schieben. Das kann ich mir kaum vorstellen. So, Niedergang der Ehe. Antonia and her husband were estranged? Yeah. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Das war ihr gesamter Schmuck? Wenn da nicht das Foto gewesen wäre, und da lügt die gute Dame doch. Ich wette... Moment mal kurz. Notizbuch. Haben wir da irgendeinen Punkt vielleicht? Foto eines Armbandes. Armband wurde vom Opfer auf Foto mit ihrem Mann getragen. Hübsches Ding. Hübsches junges Ding übrigens, ne? Was sagt ihr denn dazu? Schreibt es in die Kommentare. Schade um Antonia. Wir trauern alle. Okay, sie lügt. Und wir legen ihr das vor. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. Aber Sie haben doch bestimmt mal dieses Foto gesehen, oder Barbara? In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we can check out the El Dorado bar. Erstmal zur El Dorado bar oder erstmal zum Ehemann? Ich glaube erstmal zur El Dorado bar, weil dieser Dahlia-Killer, das ist bestimmt nur wieder so eine Finte, dass immer der Ehemann schuld sein soll. Und da steht unser Fahrzeug. Gute Frage, liebe Freunde. Was sagt ihr denn zu diesem prekären Fall? Wer könnte es sein? Gibt es schon Tatverdächtige? Und, was noch viel interessanter ist, wie sieht eure Fallprognose aus? Ich bin gespannt auf eure Kommentare.